Ja, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ja, mal ganz andere Sicht, weil ich zeige euch heute von meinem Meerschweinchen das Gehege und das Freilaufgehege. Und ja, wir fangen einfach mal an. Zuallererst, hier nehme ich meistens auf. Ja, so sieht mein Laptop aus. Dann habe ich hier so eine schicke Maus. Und ja. Also ich nehme nicht meistens in mein Zimmer auf, weil es einfach für mich jetzt, sage ich mal, zu dunkel ist und ich hier unten einfach irgendwie gemütlicher finde. Und dann, wenn wir einmal nach da schmecken, ist der Käfig. Den müssen wir sauber machen. Ich weiß, den machen wir auch morgen zu. Nur die sind jetzt eh die ganze Zeit draußen, kommen nur nachts rein. Der ist größer als wie es jetzt aussieht. Wir haben hier so zwei lustige Häuser. Da können die immer hier durch. Und so sieht das jetzt von vorne, sagen wir mal, aus. Dann habe ich den hier so, sag ich mal, ja, so kleine Cornys, wo die abklappern können. Und dann haben die nochmal sowas in einer anderen Form. Dann haben die noch so einen, sag ich mal, so einen Stein, wo die so ein bisschen für die Zähne nochmal so. Und dann finde ich ganz lustig die Flasche. Weil wenn man genau hinguckt, hat die hier so eine kleine Möhre. Und auf der anderen Seite ist das genau dasselbe. Und hier ist das andere Haus auch noch, auch so ähnlich wie das, nur dass das ein bisschen flacher und dafür aber länger ist. Hier haben wir den Napf. Und ja. Und dann gehen wir einfach nur hier raus. Hier ist nämlich unsere Terrasse, was ich jetzt auch mal machen werde. Ja, hier kommt man raus und auf unsere Terrasse blendet nur gerade so. Da hinten steht auch schon der Käfig. Ja, hier ist gerade nur die Wäsche. Und ja, wie man sieht, ich habe den hier so eine kleine Hütte gekauft. Da ist auch Rocky Quad drin, wo man auch die kleine Brücke hochmachen kann, wenn man hier zum Beispiel schnell einfangen will, weil das Gehege ziemlich groß ist. Wir gehen mal weiter weg. Sieht man das auch richtig? Genau. So aus. Also das sind schon, schätze ich mal, so 2,5 Quadratmeter haben die da schon Platz. Hier stellen wir den immer so einen Schirm hin, weil es hat sehr blendet und auch sehr heiß ist. Hier habe ich den ebenfalls nochmal eine Trinkflasche geholt. Auch dieselbe, weil die daraus immer sehr gern machen. Jetzt kommen wir zur Meerschweinchenvorstellung. Das sieht man gerade ein bisschen schlecht. Ja, gut. Sind beide drin. Ich hole die mal ganz kurz raus und wir sehen uns gleich wieder. So, als erstes hätten wir den Älteren, der gerade irgendwo. Das ist der Lümmelchen. Der ist jetzt 3. Und den haben wir bei dem ersten zugekauft. Ich hatte zuerst einen allein. Ich weiß, dass man sollte das mal nicht machen. Wir wollten uns eigentlich Wellensittiche kaufen, aber meine Eltern wollten das dann irgendwie doch nicht, weil die hatten schon Wellensittiche. Das ist halt, weil die immer, würden dann hier immer rumfliegen. Und ja, kackern halt da immer hin und das wollen die auch irgendwie nicht. Und deshalb haben sie gesagt, ich kann mir ein Meerschweinchen dazu kaufen. Da habe ich mir den kleinen Schatzi geholt. Und ja, vor ein paar Monaten ist dann der älteste von den beiden gestorben. Und so, dass halt schnell ein neuer her musste. Und ja, das haben wir dann auch gemacht. Und der kommt jetzt eh gleich. Der sitzt gerade nur auf der anderen Seite. Ist gut, dass der sonst. Der kommt nämlich immer gleich zu Lümmelchen angerast. Deshalb finde ich jetzt gut, dass er jetzt. Ja, guckst du mal zu mir, kleiner Schatz. Dankeschön. Und ja, er ist halt sehr gesund. Der andere ist an Altersschwäche gestorben. Ich kann euch ja noch ein Bild einblenden, wenn ich noch eins habe. Und ja,
Hier, so sieht sein Fell aus. Von der anderen Seite ist das braun hat. Und nee, Spatz. Und ja, er ist eigentlich sehr lieb. Die beiden haben sich auch sehr schnell verstanden. Und dazu weiteres kommt danach, wenn ich den anderen vorgestellt habe. So, und du kannst jetzt erstmal irgendwie rumlaufen, wenn du willst. Das ist der kleine Rocky. Ich finde seine Nase voll süß. Voll so spitz. Finde ich halt mega, mega süß. Ich hatte schon davor sehr, sehr viele. Ich glaube, das ist jetzt mein fünfter oder sechster. Mit Lümmelchen. Die sind gerade ein bisschen weiter weg. Ja, er ist gerade mal ein paar Monate alt. Moment, muss überlegen, überlegen. Warte mal, wir haben März. Jetzt haben wir den 6. 3 Monate alt und für sein Alter ist er schon ziemlich groß und isst auch sehr, sehr viel. Und ja, braucht er halt, ne? Mein kleiner Schatz. Und ja, so sieht er erstmal aus. Der hat von, so sah das Fell sah auch genauso aus von Pummelchen, den ich davor hatte. Oh. Der noch als zweites war. Und er hatte auch hier so. Ja, sehr gut. Ja, hat sehr neugierig, ne? Genau. Er hat auch hier so wie er das Fell, war genau gleich. Und hier auf der anderen Seite hat er auch noch weiß. Hat er auch weiß. Und hier, das Auge war aber dafür nicht schwarz. Ne? Schwarz. Und ja, die sahen sich eigentlich ziemlich ähnlich schon. Und deshalb habe ich ihn auch genommen, weil ich ihn halt so hübsch fand. Und mein erstes Meerschweinchen hat ja auch so die gleiche, ne? Die gleiche Farbe. Nur hatte nur am einen Auge schwarz. Und er hat halt am beiden Augen schwarz. Und ja, und deshalb habe ich mich auch für ihn entschieden. Und der war auch, sag ich mal, ziemlich agil und ruhig noch und sehr lieb. Kam auch gleich angeschmust zu mir. Nee, wo ich dich da erst mal gesehen habe, Schatz. Und ja, er hat an der Nase auch so ein kleines Zeichen. Jetzt mal die mit der Nase, genau. Ja, guckst schön hoch, ne? Okay, er hat da, dort, oder? Da hat er so ein bisschen rot. Also, aber normal ist, er hat halt eine kleine rote Spitze. Ja, jetzt kommt gerade Lümmelchen angekuschelt. Brauche ich gerade mit der anderen Hand. Und ja, das ist halt sein Zeichen. Und er, das habe ich auch bei ihm, hat er hier so, jetzt gehst du weg, hat er hier so schwarz mit im Fell drin. Das ist halt auch sein Merkmal. Und ja, das ist halt die kleine süße Fratz, ne? Und gleich auch die andere süße Fratz. Und er hat ziemlich beide Knochen, aber das ist ganz normal. Wächst er noch und wird ja auch immer noch dicker, ne? Und er hatte schon mal was im Auge. Und das habe ich dann selber rausgemacht. Und er war auch ziemlich ruhig dabei und hat sich das auch von mir machen lassen. Und sein Auge geht super. Wir mussten gar nicht zum Arzt. Das habe ich dann einfach übernommen. Und ja, ich war richtig stolz auf ihn, weil das hätte noch, wenn ich das nicht rausgemacht hätte, hätte er das vielleicht selber rausgekratzt mit seinen kleinen Füßen. Und da hätte er vielleicht noch das Auge kaputt gemacht und lieber das rausgemacht, als wie, dass er auf ein Auge blind wäre. Ich glaube, da würde sich jeder auch so entscheiden. Mir ist gerade aufgefallen, der Lümmelchen, der hat hier an der Seite noch so ein kleines Loch. Da. Moment. Ja, er bewegt sich gerade. Ja, weil er nicht schnuppern will. Und ja, so, wir machen kurz Cut, weil ich setze die gerade nebeneinander. Da kann ich euch die Geschichte. Das Schema, das wollte ich jetzt eigentlich für eine Geschichte erzählen.
Genau, wo, wie wir ihn jetzt eigentlich so, sag ich mal, gekauft haben und wie die sich eigentlich gleich verstanden haben. Das erzähle ich euch jetzt. So, Vergleich. Von der Länge sind die schon mal fast gleich groß, nur dass der Lümmelchen ein bisschen dicker ist als der Rocky. Habe ich nicht schon den Namen gesagt? Nein. Also, nochmal kurz für euch. Kann auch sein, dass ich doppelt gesagt habe, aber ist jetzt nicht schlimm. Das ist der Rocky und das ist der Lümmelchen, bei dem habe ich es schon mehrmals gesagt. Und den nenne ich einfach nur Rocky und er hat als Spitznamen Lümmel oder Rambo, weil Rocky und Rambo passt irgendwie. Und der nächste heißt dann auch Rambo, weil das passt dann. Aber ich würde der kleine Schatz so noch ganz lange planen, ne? Hast du auch noch vor. Genau, also wie kam ich? Wie haben die sich, wo wir ihn gekauft haben? Also den kleinen Rocky. Da ist eine Fliege drauf, Vektorfliege. Wie haben die sich beiden verstanden? Also die beiden haben sich, wir hatten zuerst, hatten wir die Box kurz davor, da kam auch gleich Lümmelchen an, erstmal kurz zum Schnuppern. Er war aber noch vor dem Gitter, also Rocky. Und dann haben wir ihn rausgelassen, habe ich erstmal vor Lümmelchen gesetzt. Sie, keine Ahnung, warum immer rausgefunden, warum mein Telefonspeicher war ein bisschen voll und ich habe jetzt erstmal raussortiert. Ja, ich fasse mich jetzt schnell und kurz, weil ich blende dann noch ein paar Bilder und Videos ein, wie klein er, also Rocky, wie klein er dafür war und ein paar Bilder von einem Pummelchen, wenn ich noch was ich finde. Genau, also wir haben ihn quasi davor gesetzt und dann haben die sich erstmal ein bisschen gequiekt und ein bisschen beschnuppert und dann ging auch der Machtkampf los. Der war eigentlich nach 2 Minuten vorbei. Nicht so wie Pummelchen und Lümmelchen wurde er zuerst. Das hat dann beinahe 2 Wochen mit Abständen gedauert, bis sie sich erstmal richtig vertragen haben und dann haben die sich irgendwie trotzdem nicht so gemacht. Naja, weil Pummelchen gewöhnt war, alleine zu sein. Und dann kommt quasi ein neuer und ja, also die beiden sind, verstehen sich mega, mega gut. Und ja, die beiden Schätzchen. Und ja, und das hat eigentlich ja, nur 5 Minuten gedauert, bis dann haben die, war das schon alles klar. Und dann ging das Lustige los, ne? Die hatten sich, aber manchmal haben die sich noch kurz angezickt, aber es war eigentlich nach einem Tag vorbei. Lümmelchen, also ich meine, Lümmelchen hat Rocky rausgeschickt. Dann ist Rocky quasi von da drinne hier rausgesprungen. Das hat meine Mama gleich mitbekommen. Da war ich aber an der Schule. Da hat sie Rocky wieder schnell reingesetzt und die Klappe zugemacht. Dann mussten wir die erstmal 2 Tage da wieder zumachen, sodass das nicht raus passieren konnte. Das ist quasi von so einer Höhe rausgesprungen, der Kleine. Und das hat meine Mutter gerade mitbekommen. Und ja, und ich muss die Klappe zumachen, sonst rennen die dann wieder rein. Das war mir nicht. Und ja, so war das halt das Lustige. Und dann haben sich halt Rocky und Lümmelchen immer wo draußen in dem Freigehege, das haben wir dann auch erst durch, weil die beiden brauchten halt einen größeren Auslauf und da haben wir das auch gemacht. Und ja, also wir haben ganz schön viel jetzt für die eigentlich gemacht. So einen großen Auslauf hatten wir noch nie. Und ja, die freuen sich auch mega. Und Rocky ist, also Lümmelchen ist süß. Lümmelchen ist quasi der Vater von, sozusagen, findet Rocky. Ist Lümmelchen der Vater von Rocky, weil Rocky rennt Lümmelchen immer hinterher. Und der hält sich auch total an sich. Wenn Lümmelchen wohin geht, kommt er gleich mit. Der ist quasi, ehrlich, der Vater kann man so sagen. Das sind, was ich noch erwähnen muss, das sind 2 Böcke. Und die sind nicht kastriert, die sind, haben wir einfach so gelassen, weil, ja, warum müssen wir die kastrieren, wenn das 2 Böcke sind? Die machen ja gar nichts. Und ja, keine Ahnung, was sie jetzt gerade machen. Auf jeden Fall ein bisschen lustig. Und ja, die schnuppern sich gerade an, ne? Ja. Okay. Und ja, das war jetzt halt das Lustige eigentlich. Und ich bin total zufrieden mit den 2 Kleinen. Die sind mega, mega süß. Und ja. Und wegen dem Käfig, der ist ehrlich größer, als wie er jetzt in dem Video aussieht.
Und ja, vielleicht holen wir uns noch einen größeren. Ich überrede meine Eltern. Aber ich will die halt auch nicht allein in den Freigehege lassen, weil bei uns gibt es Füchse und so. Und auch Raubvögel. Und das will ich jetzt ehrlich nicht, auch wenn die dann drin geschützt wären. Aber das will ich halt nicht und deshalb kommen die immer rein. Weil es auch manchmal ein bisschen kälter und regnet. Und wenn die dann immer so rausgehen, das ist mir halt einfach nichts. Und die sind ehrlich nicht gewohnt, jede Nacht draußen zu sein. Und ja, wie ihr auf meinem Laptop, wo ich mir meinen Laptop so vorgestellt habe, habt ihr gesehen, dass ich die beiden als Hintergrundbild habe. Ja. Was gibt's denn zu meckern? Erzählst du mal wieder was den Lümmelchen? Ja. Und ja, die beiden geht's halt super, sagt auch der Tierarzt. Also mit dem war ich noch nicht beim Tierarzt, Gott sei Dank. Nur mit dem und denen geht's mega, mega gut, ne? Deine Zähnchen sind auch super. Ja, willst du schnuppern? Willst du schnuppern? Und wir haben noch Fische, die zeige ich euch jetzt. Ja, wir haben ein Aquarium, wir holen uns aber auch bald ein größeres, ein viel größeres mit vier größeren Fischen, wo ich mich mega drauf freue. Weil es sieht richtig geil aus. Und ja, hier haben wir Neons und so. Auch so ein kleines Fischparadies mit Olaf, der aber runtergekommen ist voller Algen. Und dann haben wir noch so eine Lampe, wo halt so rot und die wechselt aber immer ab. Das machen wir meistens nur in einer Farbe, weil die halt nur jetzt meistens eine Farbe gewöhnt sind. Ja, da vorne sind die. Ja, jetzt ist die Patricia weg, ne? Ja, aber jetzt komme ich wieder. Jetzt habt ihr mich wieder auf der Backe. Und ja, das waren eigentlich meine Meerschweinchen. Ja, ne? Was hast du mit deiner Nase? Ich bin gerade ein bisschen noch aufgerufen. Und ja, das sind halt meine zwei Meerschweinchen. Und süßes Bild gerade irgendwie. Und ja, das war's. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und vielleicht kann ich euch da ein bisschen helfen. Und ihr wisst jetzt quasi, wie meine Meerschweinchen leben und wie sie aussehen. Und was sie schon alles gemacht habt für verrückte Sachen. Und ja, ich muss jetzt unbedingt aufhören, sonst habe ich mir noch was ab. Ach ja, wenn ihr Fragen zu Meerschweinchen habt, weil ich sie mega lange schon habe oder soll ich, oder euch mal meine Meerschweinchen-Story erzählen soll von meinen anderen Meerschweinchen, wie ich quasi zu den beiden gekommen bin, wie ich überhaupt zu Meerschweinchen gekommen bin, dann schreibt mir das mal doch in die Kommentare. Und wenn ich irgendwas verbessern soll. Und das ist jetzt, kurze Info, das ist jetzt mit meiner Handykamera aufgenommen. Also, sorry für die Bildqualität. Ja, knapp hast du wieder den. Knapp. Okay, keine Ahnung, was er jetzt gerade macht. Der kitzelt irgendwie den. Ja, der kitzelt den. Oder bis schnuppern. Ja, das war's. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und mit dem kleinen lustigen Bild hören wir jetzt auf. Tschüss.